Also frieren wir uns wohl doch durch diese Woche. Gehen wir es gleich an. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen heute zu unserer Brisanz-Sendung. Unfallgefahr E-Bikes. Erstes Thema heute aus aktuellem Anlass. Immer mehr Menschen satteln ja um auf E-Bikes, also diese Fahrräder mit Elektrounterstützung. Das ist bequem, aber auch anfällig. Je mehr Technik, desto mehr kann eben auch mal kaputt gehen. Und bei den E-Bikes ist der Akku oft die Schwachstelle. Und das war wohl da auch der Auslöser für einen größeren Brand in Hannover heute. Fürs nächste Thema könnten wir hier im Studio vielleicht so ein bisschen spannende Weltraumstimmung gebrauchen. Genau sowas zwischen Raumschiff Enterprise, Star Wars und Knopf-Hoff-Show. Ungefähr so. Denn einer Polizeikamera im US-Bundesstaat Wisconsin ist etwas ganz Besonderes vor die Linse geflogen. Wir lassen es hier auch mal durch Studio treiben sozusagen. Grüße aus dem Weltall. Wir erklären mal, was das genau gewesen ist, wo es herkam und wie oft sowas überhaupt passiert. Also spannend für alle jetzt, die gern ganz mal in die Sterne gucken. Also spannende Zeiten für alle, die den Himmel etwas genauer beobachten. Wir gucken noch mal auf Nachrichten vom Tag heute. Es gab eine ganz dramatische Meldung heute Nachmittag. Wenn Eltern ihre Kinder töten, das sind immer wieder tragische Einzelschicksale. Und doch stehen wir ja jedes Mal fassungslos davor. Möglicherweise haben wir es jetzt auch in Oberfranken mit einer solchen Tragödie zu tun. Die Polizei hat dort ein Haus geöffnet und drei tote Menschen gefunden. Darunter sind zwei Kinder. Dann geht es aus aktuellem Anlass um Internetsicherheit heute. Wenn man sieht, wie viele Menschen heute mit dem Smartphone vor der Nase durch die Stadt laufen, dann könnte man das Gefühl bekommen, wir sind heute alle fast so ein bisschen süchtig. Zeitung lesen, einkaufen, Freunde finden. Heute passiert ja fast alles online. Aber wo ist da die Grenze? Suchtforscher warnen, dass immer mehr Kinder lieber in der virtuellen Welt draußen irgendwo daddeln, als zu spielen. Draußen muss man das nicht stoppen. Zumindest wird heute davor gewarnt, am Safer Internet Day. Wir schauen nach Dresden heute. Freitag erst zeigt sich Dresden in schönstem Glanz und feiert mit Tausenden ein weltoffenes Fest, den berühmten Semperopernball. Und heute stehen in derselben Stadt, gleich um die Ecke, Menschen und halten Protestplakate hoch. Sie wollen ein Kunstwerk verhindern, das an die Gräueltaten des Syrienkriegs erinnert. Der Bürgermeister erhält deshalb bereits Morddrohungen wegen dieses Kunstprojektes Dresden und einen Streit um ein Kunstwerk, das nicht alle mögen. Also zwei Monate, in denen sicherlich noch diskutiert wird. In Berlin, da hat man heute ein Zeichen gesetzt gegen das Vergessen. Es geht um Gewalt bis hin zum Mord an Frauen, sogenannte Ehrenmorde. Und der Tag heute soll zeigen, dass an die Opfer weiter gedacht wird. Und jetzt kommen die, die das Blitzlicht mögen, die Prominenz. Frage, was haben Alain Fabien Delon und sein berühmter Vater Alain Delon gemeinsam? Verraten wir gleich, den Sohn haben wir nämlich getroffen. Mehr in Brisant Prominent jetzt, da starten wir aber in Hollywood. Und zwar mit den Oscars, denn in gut drei Wochen ist es wieder soweit. Dann werden, Moment mal, so geht das dann ungefähr, die Oscar-Reden ausgepackt. Dankeschön, Mama, meinem Stunt-Double, meinem Hund, so ungefähr wird das dann laufen. Im Vorfeld ist man bei den Oscars ja immer sehr bemüht zu zeigen, wir sind alle eine glückliche Oscar-Familie. Und so haben sich alle, die sich Chancen ausrechnen können in diesem Jahr, zum traditionellen Oscar-Lunch getroffen. Da gibt es dann immer so ein schönes Foto. Schauen Sie, das ist das Gruppenbild, sind viele drauf. Einer fiel auf diesem Bild allerdings aus der Reihe, der Mann mit Mütze. Können wir ja mal suchen. Genau, da ist er. Pharrell Williams, wahrscheinlich hat Mama noch gesagt, Junge, zieh dir was Ordentliches an. Das kam raus. So, jetzt geht's hier um, sag mal, du magst wohl auch Schuhe, kann das sein? Jetzt komm mal wieder hoch auf Augenhöhe. Genau, es geht ja jetzt bei uns nicht nur um Schuhe, sondern auch um Frankreichs gerade aktuell beliebtesten Jungschauspieler Alain Fabien Delon. Das ist er. Er ist Sohn des berühmten Alain Delon. Ja, und was haben Schuhe und dieser junge Alain Delon, der junge Mann, da kommt er, gemeinsam? Beide wurden heute in Düsseldorf heiß umschwärmt. Hier beim Treppensteigen so langsam wehtun. In Berlin ist er seit gestern, um seinen neuen Film vorzustellen. Und danach hat man ein bisschen Zeit zum Reden. Und der Mann, der weiß schon, wie man bei Frauen ankommt. Ja, hey, und wir haben heute eine Männerrunde. Jetzt Bata Ilic, der Bata. Das ist ja der Mann, der für alle Michaelas dieser Welt eine Hymne gesungen hat. Und dieser Mann zersinkt nicht nur Frauenherzen, er hat auch noch ein ganz großes Herz. Das hat er jetzt bewiesen mit einigen Musikerkollegen, indem sie einer Familie geholfen haben, die nach einem Feuer alles verloren hat.
Tolle Aktion und offenbar die Hilfe kam gut an. Wir schauen auf die Royals, König Willem Alexander und Königin Maxima. Die scheinen Gefallen an deutscher Küche und an der Gastfreundlichkeit hier zu finden. Das Königspaar besucht jetzt schon zum dritten Mal, seit er König ist, Deutschland. Und er hat die Frau, die alle Herzen gewinnt, an seiner Seite. Und es ist sein Glück, es ist seine eigene Frau. Wir verteilen jetzt keine Preise, aber doch sehr herzliche Glückwünsche an eine Frau, die französischen Chansons noch schöner gemacht hat. Juliette Gréco, das ist Schmerz, das ist Lust als Kunstform. Im vergangenen Jahr hieß es, es ginge ihr nicht gut gesundheitlich. Ihre Abschiedstour, die klang dann fast so ein bisschen wie eine Prophezeiung. Heute wird sie nur 90 Jahre alt, die Frau, die eigentlich niemals älter werden wollte. Wir haben jetzt noch einen Ausblick aufs große Kino. Es gibt Kinofilme, da geben alle gern zu. Also den Film, den habe ich natürlich gesehen, war Premiere gefeiert. Dann aber wahrscheinlich wohl im dicken Wintermantel angepasst an unser Wetter hier. Und diese Bilder werden wir morgen in der Sendung haben. Dann sprechen wir mit all den Stars des Films und erzählen Ihnen natürlich, wie es war, der zweite Teil. Verraten ein bisschen, nicht alles, das ist klar. Und hier geht es jetzt weiter mit Alexander Wombes und Gefragt, Gejagt im Quiz. Viel Spaß dabei und wir freuen uns auf morgen ab 17:15 Uhr sind wir wieder da. Tschüss.